Land verborgen für lange Zeit. Den Kurdenschlüssel du nun bereit. Das schon fast vergessene Sternenportal transportiert uns jetzt durchs All. Wir kämpfen in der Unendlichkeit zusammen für die Gerechtigkeit. Immer wieder müssen wir durch das Stargate zurückzukehren. Ah! 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 Mann, meine Füße brennen, als hätte ich auf einem Grill gestanden. Hier, bitte, Harrison. Ah, danke, Seattle. Okay, Leute, kommt essen, solange es noch warm ist. Hey, hey! Fangt schon an, ich bin gleich fertig. Was gibt's denn Schönes? Auf diesem Planeten haben wir Glück. Ich habe nämlich schon 3 verschiedene Moosarten gefunden. Hä? Moos? Gebratenes Moos, gekochtes Moos, gedünstetes Moos und die Beilage ist auch Moos? Irgendwie landen wir immer auf Planeten mit essbarem Moos. Warum gibt's keine Eiscreme-Planeten? Was ist Eiscreme? Hier, Draga. Da kannst du es dir ansehen. Du willst also gefrorene Rinderausscheidungen essen? Nicht, wenn du es so ausdrückst. Hey, isst du das noch? Beeil dich, Harrison, du musst das Gelände erkunden. Heute noch. Fertig, Major. Ist das ein Proteinriegel, den du da kaust, Harrison? Jetzt nicht mehr, Major. Das Basiscamp ist sicher. Auch wenn wir Besuch kriegen, kann man es vom Sterntor aus nicht sehen. Ich hab was gefunden. Ein Dorf mit Einheimischen? Ja, aber die Einheimischen stehen mehr auf Wolkenkratzer. Du weißt ja, vorsichtig annähern und sofort Bericht erstatten, wenn dir was auffällt. Geht klar, Major. Oh Mann, das war mein Lieblingshammer. Klang nicht so, als wäre er auf Stein aufgeschlagen. Echo, was hältst du von dem Geräusch? Ganz sicher metallisch. Und laut. Ich werde mir das mal ansehen. Major, wir kriegen Gesellschaft. Sie kommen schnell näher. Verstanden, Harrison. Sie könnten friedfertig sein. Keiner unternimmt was, bevor wir Bescheid wissen. Ah. Was hat Draga vor? Interessant. Sie, ja, die sehen genauso aus wie Sie. Dann könnte es gut sein, dass wir Dragas Heimat gefunden haben. Haben wir den Planeten der Antike gefunden? Das sind Azog. Mentale Projektion. Hey, ob Draga das auch kann? Es würde mich jedenfalls nicht besonders überraschen. Sie laden uns zum Essen ein. Essen sind mir sympathisch, diese Geschöpfe. Diese Ozorok. Ich weiß nicht, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass sie nicht so über uns denken. Ah!
mitgebracht. Ich habe das vorher nicht gekonnt. Klasse, Draga. Aber wie kommen wir an das Essen? Folgt mir. Ihr habt ja keine Flügel. Wie konnte ich das vergessen? Hey, kein Problem. Ich kann einen nach dem anderen mit dem Jetpack darauf schaffen. Draga, du wirst ohne uns gehen. Aber ich kann das, das ist kein Ding. Draga, du musst dich mit den Ozzorok verständigen. Finde heraus, was sie über die Antiker wissen. Im Übrigen haben wir hier noch eine ganze Menge zu tun. Ist das ernst gemeint, Basis? Ich soll einen Hammer suchen? Meinen Lieblingshammer. Liegt mir richtig gut in der Hand, verstehst du? Bloß weil ich einen Proteinriegel gegessen habe, oder? Such einfach meinen Hammer, Harrison. Es freut mich für Draga. Endlich ist sie mit ihresgleichen zusammen. Manchmal ist es schwer, wenn man anders ist. Aber sie konnten doch sehen, dass wir keine Flügel haben. Sie hatten was dagegen, dass wir dabei sind. Und darum waren wir quasi Luft für sie. Das ist nicht Dragas Art. In der Schule sind wir auch eine Mädchenklique gewesen, haben alle dieselbe Musik gehört und die gleiche Kleidung angezogen. Ich find's logisch, dass Draga mit ihnen zusammen sein will. Wir hatten auch solche Klicken. Ich bin nie dabei gewesen. Warum denn nicht, Seattle? Das kann ich nicht verstehen. Es gab nicht sehr viele Navajos auf meiner Highschool. Wir waren eben anders. Du warst anders? Ha, wenigstens bist du ein richtiger Mensch. Aber versuch mal, Freunde zu finden, wenn du so grün bist wie ein ganzes Salatbeet. Und was war mit den Öko-Freaks? Die stehen doch normalerweise auf sowas. Nicht mal die Vegetarier waren der Meinung, dass ich zu ihnen passe. Pass auf, Harrison! Ja! Hey, gute Nachricht, Major. Ich habe ihren Hammer gefunden. Tlakan. Sieht aus wie ein Teil von einem Tlakan-Flugzeug. Größer als ein Uanyak-Bomber. Denken Sie, er ist hier abgestürzt? Er scheint unbeschädigt zu sein. Sie haben ihn absichtlich hier gelassen. Dann werden Sie wiederkommen und ihn holen, oder? Na sicher. Aber das werden wir nicht abwarten. Aufwachen, Harrison. Schlafmütze. Mom, ich kann das wirklich nicht in die Schule anziehen. Die halten mich glatt für einen Streber. Hä? Was? Oh, Sie sind's, Major. Ist das Frühstück fertig? Hier, dein Müsli. Was? Kein Sirup? Danke. Wisst ihr, wenn das Beste sein soll, was es auf diesem Planeten gibt, dann geht's Draga auch nicht besser. Wie seid ihr hierher gekommen? Von wo? Ihr habt mir viel gezeigt. Ich lehre euch Worte, die ich kenne. Wenn du willst. Wir wollen wissen, seid ihr durch das Sternentor gekommen? Wir? Wer wir? Felsenkriecher? Bezeichnet ihr die Menschen so? Als Felsenkriecher? Diese Worte sind ungenau. Alle, die durch das Sternentor kommen, kriechen durch die Felsen. Wir fliegen. Du fliegst mit uns, ja? Ich fliege mit euch, ja. Ich bin gleich fertig, Major. Wir können bald fahren. Wir fahren erst, wenn Draga wieder da ist. Ich nehme das Jetpack und suche sie. Du willst dir doch nur dieses Festessen von denen nicht entgehen lassen. Naja, eine halbe Stunde nach so einem Moosfutter hat man wieder Hunger. Sorgt dafür, dass sie das sehen. Die Ozzorok könnten schnell ungebetene Gäste bekommen. Vorsichtiger, ich bin ein Freund. Ich bin auf der Suche nach Draga. Hey! Harrison! Danke, ich kann selber fliegen. Das hier beweist, dass die Tlakan auf diesem Planeten waren. Sie sind durch das Sternentor gekommen. Die Tlakan?
Bahn hier? Viele sind durch das Sternentor gekommen, wie ihr sagt. Sie sind alle Felsenkriecher gewesen, genauso wie ihr. Hey, hast du gerade Felsenkriecher zu mir gesagt? Sekunde, wo wollt ihr hin? Ihr wird's wahrscheinlich bald kritisch und ihr wollt einfach verschwinden? Die Ältesten haben zu tun. Aha, sie haben zu tun. Na, dann wartet mal, bis die Tlakan auftauchen. Du gibst ihm Essen. Sieh her. Willst du das lernen? Ja, das will ich lernen. Bevor du wieder gehst, Essen für die Reise. Ah, jetzt verstehen wir uns langsam. Oh. Major? Wie läuft's, Harrison? Sie hören mir nicht zu, ich bin bloß ein Felsenkriecher. Felsenkriecher? Ja, genau wie die Tlakan. Die Otzerok interessieren sich nicht für sie. Ah, Harrison hat großen Hunger gehabt. Nein, die verteilen ihn nur kleine Portionen. Wiederhol das, Harrison. Diese Krümel sind nur Reste. Major, Draga ist hier bei mir. Gib sie mir. Sie wissen nicht, was ihr esst. Die Otzerok haben leider keine Erfahrung mit anderen Kulturen. Sie haben keine, weil sie keine haben wollen. Hier, der Major für dich. Draga? Den Otzorok sind die Tlakan vielleicht egal, aber uns nicht. Du bist nicht mehr sicher. Ich lerne hier sehr viel. Vielleicht kommen die Khan-Krieger nicht mehr wieder. Nie mehr. Sie haben hier Teile eines Flugzeugs versteckt. Sie werden es wieder zusammenbauen wollen. Sie kommen wieder. Wir sind dabei, das Lager abzubrechen. Behalte das Funkgerät. Harrison braucht das Funkgerät. Ich benutze das in meinem Helm. Harrison kommt schon klar. Hör zu, Draga. Wenn ich dir Bescheid gebe, kommst du sofort zurück. Verstanden? Ich komme zurück. Versprochen, sobald ihr ruft. Draga? Kommen, Draga! Draga, hörst du mich? Wir fahren jetzt los. Ich habe versprochen, zu ihnen Kontakt zu halten. Felsenkriecher! Was wissen die schon vom Fliegen? Gleichgewicht ist alles. Mit einem Funkgerät am Arm gibt es kein Gleichgewicht. Du hast noch sehr viel zu lernen. Mach davon eine Diagnose. Vielleicht kann Draga mich nicht hören. Vielleicht will sie sie auch gar nicht hören. Als sie die Otzorok zum ersten Mal getroffen hat, habe ich bei ihr so etwas wie Glück gespürt. Es ist normal, dass sie sich bei ihresgleichen wohlfühlt. Alle sehen aus wie sie, alle sprechen wie sie, alle verhalten sich wie sie. Ich dachte, du hast die Cliquen in der Schule gehasst? Ja, weil ich immer Außenseiterin war. Ich weiß inzwischen, dass es besser ist, wenn man viele Freunde hat. Freunde, die verschieden sind. Das habe ich mittlerweile gelernt. Das ist das Sternentor! Wir kriegen Gesellschaft, Leute. Ja, echt hässliche Gesellschaft. Ich gehe jetzt Draga holen. Ihr bleibt in Deckung, verstanden? Die Tlakan wissen nicht, dass wir hier sind. Und so soll es auch bleiben. Glaubst du wirklich daran, dass die Einheimischen hier die Antiker sein könnten? Nein, aber sehr wahrscheinlich stammen sie von ihnen ab. Solange Gasbonner die Antikerin vor uns versteckt, müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Wir könnten eine Menge über sie erfahren, wenn wir sie lange genug beobachten. Wir erfahren auch viel über sie, wenn wir sie jagen. So, die Tlakan sind jetzt hier. Wir haben euch gewarnt. Viele sind bis jetzt durch das Sternentor gekommen. Sie können uns nichts anhaben. Draga! Du willst Draga nur von uns wegbringen, Felsenkriecher! Das sieht wirklich nicht gut aus. Onkel Gast, das Tlakan-Schiff fliegt in deine Richtung.
Verstanden, Stacy. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir vielleicht mit den Plakaten fertig werden. Mit Felsenkriechern zusammenarbeiten? Du kennst unsere Kräfte nicht. Wir erledigen das allein. Ja! Kommt mit uns. Wir können euch in Sicherheit bringen. Ah. Du entscheidest dich also für ihn? Er ist mein Freund. Dann bist du kein Otzerok. Es könnte sein, dass sie uns beim ersten Mal nicht gehört haben. Jetzt. Ich weiß, wo die Tlakan sie hinbringen. Vielleicht können wir ihnen helfen. Ihr wollt ihnen helfen? Die Otzorok wollten euch nicht helfen. Das ist der Unterschied zwischen ihnen und uns. Ich will lieber wie ihr sein. Die Tlakan haben ihr Lager da unten in der Höhle. Wir müssen es mit den Felsbrocken versuchen. Wir bekommen Unterstützung. Ihr habt mich gehört und seid hergekommen. Können wir vielleicht zusammenarbeiten? Ein paar Steine? Die können doch unserem Schiff niemals was anhaben. Immer die Tlakan hinwollen. Wir nehmen die andere Richtung. In Ordnung, Major. Es hat Spaß gemacht zu sehen, wie sie geflüchtet sind. Willst du auch wirklich mitkommen, Draga? Ihr seid genauso wie ich bin. Ihr habt den Otzorok mehr als Worte beigebracht. Felsenkriecher oder Otzorok, da ist kein Unterschied. Nur das Innere zählt. Ihr habt ein gutes Inneres. Nun werden die Otzorok versuchen, im Inneren auch gut zu sein. Wow! Ein Geschenk für dich. Otzoroks beste Mahlzeit. Schnee von der Bergspitze. Gemischt. Hey, Eiscreme. Eiscreme mit Moosgeschmack. Hahaha.